Ja, mein Herz, wie geht es dir? Happy Friday. Ja, ich wünsche dir auch einen ganz, ganz tollen Freitag. Mir geht es super gut. Ich komme gerade aus dem Dirty Donnerstag. Wir nehmen die Folge ja immer donnerstags auf. Und da wir heute einen ganz, ganz tollen Gast, eine Gästin haben, habe ich gedacht, ich mache den Dirty Donnerstag einfach vorweg, weil dann habe ich hier alle Zeit und kann in Ruhe quatschen. Ich habe heute mal was gemacht, was du auch immer machst. Ich habe das Mikrofon ein bisschen weiter weg und du hast es heute ein bisschen näher dran. Ja, weil ich eine Nachricht bekommen habe, dass die Leute gesagt haben, ich sei so still wie bei ASMR und du bist zu laut. Also irgendwie pendelt sich das immer noch nicht bei uns ein. Und jetzt habe ich das Mikrofon in greifbarer Nähe, dass mich die Leute besser hören. Jetzt pass auf, ich habe das nämlich, wir hatten das letzte Mal technische Toll Schwierigkeiten mit siehst du diesem aus Mikrofon. übrigens. Also deine Haare. Krass, oder? Wie schnell Excuse das me. Also wächst. erstmal möchte ich sagen, ich kenne dich, glaube ich, meistens nur in blond. Das Dunkle steht dir hervorragend. Eine Friseurin würde ja auch sagen, dass das noch blond ist, was ich nicht verstehe, Ja, es aber. ist blond. Es ist wahrscheinlich dunkelaschblond. Das ist so ein 6er, 7er Bereich auf der Farbkarte. Trotzdem, ja, trotzdem muss ich sagen, du siehst hervorragend aus. Dieses Hairtransplant exquisit geworden. Dankeschön, lieb von dir. Und jetzt da der Fun Fact ist ja, das ist ja noch nicht mal richtig angefangen, ne? Also das fängt da jetzt erst an zu wachsen. Was du da siehst, ist wirklich, das ist 10% vielleicht von dem, was es mal werden wird. Keine Ahnung. Ja, wie war deine Woche? Schön war meine Woche. Ich frage mich, ich muss immer kurz überlegen, was in der Woche passiert ist. Aber meine Woche war ganz toll. Als wir letzte Woche miteinander gesprochen haben, stand ich ja kurz vor der Oktoberfest-Saisoneröffnung. Die ist jetzt quasi eröffnet. Und ich hatte ein tolles Wochenende. Candy, Schatzi, ich habe mir ein tolles Partywochenende gemacht. Ich habe keine Party ausgelassen. Das tat mir gut. Ich hatte Bock, ich habe viel getanzt. Und das ist das, worum es geht. Wie war es bei dir? Und ich habe auch gesehen, dass du ein Maß in der Hand hattest. Ja, die habe ich aber nicht getrunken. Das war für Real-Zwecke. Ich kann dir aber sagen, ich Nein. habe Alkohol getrunken am Wochenende. Du Ich hatte, Fakerin. ja, ich hatte ein Cola Zero Bier und zwar auch eine Maß. Die habe ich auch getrunken. Also Cola Bier nennt man das. Wie heißt das denn in der Umgangssprache? Diesel, Nicht, oder? ist das, das ist ein Diesel. Das ist kein Spezi. Ein Spezi ist mit Sprite, ne? Cola und Fanta ist Spezi. Cola Fanta, okay. Und was ist mit Cola Sprite? Das ist ein Alster. Boah, bist du krass, Oder ey. ein Radler. Je nachdem, wo du bist, heißt Ein Alster oder Radler, Radler. genau, es ist ein Ja. Radler. Also ich hatte auf jeden Fall ein Cola Zero Bier, ein ganzes, das habe ich getrunken. Und ich habe am Wochenende auch noch ein Glas Wein getrunken, als meine Freundin aus London da war. Ja, das habe ich gemacht. Und ansonsten habe ich beim Feiern nur Wasser getrunken und mir bekommt das wunderbar. Ich kann das ja auch ganz gut. Ich finde das auch ganz angenehm. Ich war gestern zum Beispiel auf einem Event und wohl wissend, dass wir heute Podcasts aufnehmen, habe ich dem Alkohol mich verweigert. Und das hat ganz gut getan. Ich habe Also, nur Cola sorry, ich muss getrunken. dich unterbrechen. Du siehst ganz toll aus. Also, wahrscheinlich, also ich weiß auch nicht, das mit den Haaren und das schwarze T-Shirt, ich finde, du siehst so schön aus. Gott, bist du süß. Dankeschön. Ja, das ist die Power of Britney. Ich trage nämlich ein Britney Spears T-Shirt. Und ihr bestes Und Album. ich finde auch, Oops, I Did It Again ist eins ihrer besten Alben. Und das lässt mich so strahlen wahrscheinlich. Ja, ich war gestern auf einem Event von Coca-Cola. Und da gab es, wer hätte es gedacht, ganz viel Coca-Cola zu trinken. Und ich glaube, ich habe irgendwann so 7 Cola Zero in mir gehabt. Und war so, oh, Oh mein Gott. ADHS, Oh ja, ja. ist durch die Decke gegangen. Ich konnte natürlich die ganze Nacht nicht schlafen. Die haben eine neue Cola rausgebracht. Und ich musste so lachen, weil The future is now. Es gibt jetzt eine Coca-Cola-Sorte, die von der KI, von der künstlichen Intelligenz kreiert worden ist. Da musst du erst mal drauf kommen. Was ist denn das für eine Sorte? Die heißt einfach Cola Zero 3000, ist eine Limited Edition und die hat die KI erstellt. Wonach schmeckt sie? Ich glaube, ich habe sie getrunken. Cherry und Vanille gemischt ist es einfach nur, ne? So in der Art, so ähnlich schmeckt das. Ein bisschen vanillig, angeblich ist da Peach drin. Das ist vielleicht das, was du dachtest, das heißt so Cherry-mäßig. Okay. Also ja, es ist halt ein Softdrink, ne? Meine Freundin Dirty Diana, falls du das hörst an der Stelle, liebe Grüße, hat mir die nämlich mal geschenkt, diese neue Edition, und wir haben gerätselt, was drin ist, weil es steht ja nicht drauf. Und ich habe gesagt, du Dirty, ich glaube, das ist einfach nur Vanille gemischt mit Cherry.
Oh, hier poppt gerade da was hat sich auf. Jemand warte mal, zugeschaltet. Ah, jetzt. Ach. Warte, ich gieße noch schnell. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Und jetzt haben wir auch hier unsere Kopfhörersituation geklärt, alle. So. Okay. Wir haben auch alle was zu trinken, ne? Prost. Cheers, Prost, in Ladies. Die Runde. Cheers. Cheers, ihr seid ja sehr. Und vielleicht erstmal herzlich willkommen an unsere großartige, die einzigartige, die Master of Relationship, Love and Sex, Paula Lambert. Wir sind total stolz, dass du heute die allererste Gästin bei Teufelsküche bist. Also ich freue mich sehr, also nicht nur über das Intro, sondern auch, dass ich die Erste sein darf. Wann hat man das schon? In meinem Alter. Du warst so eine Publikumsfavoritin. Ganz viele haben Paula Lambert gesagt. Wir haben ja unsere Küchenschaben da draußen gefragt, wen wir einladen sollen. Und ganz viele haben geschrieben, die Paula. Und jetzt ist sie hier. Paula ist gekommen. Danke. Ja. Um ein Haar wäre ich nicht gekommen, weil als ich deine Nachricht gesehen habe, Candy, war ich gerade auf dem Weg auf die Toilette, weil ich dachte, ach, ich schlafe noch bis 12:30 Uhr. Weil ich heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden bin, um meinen Sohn zum Flughafen zu bringen, nachdem wir gestern endlich angefangen haben, zusammen zu packen. Da ist mein ADS-Hirn und sein Autismus 1A zusammengeflossen in dieser Aktion. Und wir haben einfach bis 12:30 noch rumgepackt. Und dann dachte ich, ach gut, mein nächster Termin ist 14 Uhr. Das stimmte gar nicht. Naja, hier bin ich. Genau. Die Sache ist nämlich, dass Paula und ich am Montag schon mal zusammen den Garten abgefeiert haben sozusagen, denn das Wetter wird jetzt ein bisschen schlechter. Wir haben 2 Flaschen Champagner getrunken bei dir zu Hause und ja. Dabei habe ich dann gleich die Chance ergriffen und dich eingeladen in unseren Podcast. Und dabei ist uns beiden aufgefallen, dass wir, und du hast es jetzt gerade so nonchalant im Nebensatz erwähnt, dass du ADHS hast, genauso wie ich. Ja. Fand ich super spannend, das von dir zu hören, weil ich 100% Überschneidungen in meiner Symptomatik gefunden habe, in allem, was du erzählt hast. Und ich glaube, dass das wissen die Leute da draußen immer so gar nicht wirklich. Ne? Nee, es gibt so viele Themen, die ich bespreche. Darum, jetzt kommt noch die Perimenopause on top. Also, das ist der Beginn der Menopause. Ah. Ja. Auch Männer kommen in die Menopause, übrigens, Candy. Haben wir schon drüber gesprochen, ja. Das bedeutet, irgendwann wirst auch du anfangen, nicht so ausgeglichen wie jetzt zu sein. Ich habe gehört, also was ich gehört habe, ist, dass sowohl bei Männern als auch bei Frauen so mit Mitte 30 der Hormonhaushalt nochmal anfängt umzuschwanken und dass der Beginn der Wechseljahre ist. Mhm. Und dass dann bei Frauen gerne so in Richtung 45, 50 dann in der Menopause endet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und bei Männern das vielleicht nochmal 5 Jahre früher so in der Midlife-Crisis endet. Wenn sie einen Porsche kaufen, ja. Aha. Jetzt unterbreche ich euch zwei ganz kurz, gar kein Problem. Ich finde, wir sollten ja mal mit so einer Standardgeschichte anfangen. Paula, vielleicht hast du ja mal Lust, den Zuschauern, die dich aus irgendeinem Grund nicht kennen, ich kann es mir nicht erklären, dich mal ganz kurz vorzustellen, wer du bist und was du überhaupt machst, weil unsere beiden Jobs überschneiden sich ja in unendlich vielen Punkten. Das stimmt, ja. Also, mein Name ist Paula Lambert. Ich bin ganz vieles, gelernte Journalistin, habe seit 2013 ein Fernsehsendungs-Universumchen auf Six, das heißt Paula kommt, da gibt es so kleine Satelliten von. Ich schreibe Bücher, bin derzeit am 7. oder 8., glaube ich, und habe 2 Podcasts. Einer heißt Paula lieben lernen, da geht es um gescheiterte Beziehungen, und einer, der heißt 4 Brüste für ein Halleluja, das ist so ein Laber-Podcast mit Sophia Thiel. Genau. Da war ich auch schon zu Gast. Da war Candy auch schon zu Gast, genau. Ich glaube, das mache ich so, genau. Und du beschäftigst dich, dein Kerngeschäft, korrigier mich, wenn ich da falsch bin, du beschäftigst dich auch mit den zwischenmenschlichen Beziehungen, Sex, Liebe und alles, was mit diesem Universum zu tun hat. Du bist quasi Liebes- und Beziehungsjournalistin und Expertin auf diesem Gebiet und viele Menschen fragen um deinen Rat. Ist das korrekt? Das ist absolut korrekt und ich möchte dich ab jetzt immer dabei haben, damit du das erklärst, weil mir fehlen manchmal die richtigen Worte.
Aber ich bin mittlerweile auch auf dem Trichter, dass ich immer sage, ich bin Journalistin. Ich darf das ja behaupten, weil es ja kein geschützter Begriff ist, leider. Mache ich mir zu Nutzen, weil ich bin nämlich keine gelernte Journalistin. Aber ich sage immer, ich betreibe Beziehungs- und Liebes- und Sexjournalistische Arbeit. Und das umfasst ja auch wirklich immer ganz, ganz viel in den Medien. Und damit ist es immer ganz gut erklärt. Und ich habe ja schon mal zu dir persönlich gesagt, du bist ja mein Pendant, eigentlich nur mit einer vernünftigen Expertise und in professionell. Deswegen bin ich auch so stolz, dass wir dich heute mit dabei haben dürfen, denn es gibt Fragen über Fragen über Fragen und kann es kaum erwarten, dass wir damit einsteigen. Und jetzt pass auf, ich habe mir nämlich, weiß nicht Paula, wann du dich das letzte Mal gegoogelt hast. Machst du sowas regelmäßig? Du bist so eine, die sich googelt. Nee, jetzt länger nicht, weil es mich immer so aufregt, was für ein Quatsch auf Wikipedia zum Beispiel steht und wie viele schlechte Fotos es von mir gibt im Internet. Aber und jetzt pass auf, ich habe dich nämlich gegoogelt und das Erste, was mir aufgefallen ist, war, wie viele schöne Fotos es von dir gibt. Ungelogen, damit wollte ich einsteigen, dass ich gedacht habe, auch deine Buchcover und so ein paar Pressefotos von dem Red Carpet, ich dachte, die sind ja richtig süß. Du hast so ein richtig süßes Fotoarchiv im Internet. Aber es gibt ja, wenn man oben Paula Lambert eingibt, gibt es ja dann so Suchvorschläge, ne? Mhm. Und unten kommen dann und unten kommen dann noch weitere Fragen bei Google. Und die erste weitere Frage, ich musste sehr herzlich lachen, da steht, weitere Fragen, was macht Paula Lambert heute? Heute sitzt sie im Podcast bei uns. Was steht denn da? Lies mal vor. Da steht, die Journalistin spricht nicht nur in TV-Sendungen wie unter fremden Decken auf der Suche nach dem besten Sex der Welt. Im Bett mit Paula und Paula kommt Sex und gute Nacktgeschichten in aller Deutlichkeit über die schönste Nebensache der Welt. Sie hat auch ihren eigenen Podcast, schreibt Bücher und geht bald auf Tournee. Das stand da als Antwort. Fand ich, fasst das doch gut zusammen. Denn deine Sendungen laufen immer noch auf Six. Da bist du immer noch präsent. Dein Podcast ist immer noch sehr erfolgreich. Und Tournee, ich war ja gerade erst auf einer Show von dir. Genau, und nach der Tournee ist vor der Tournee, das wissen wir ja. Nach dem Oktoberfest ist vor dem Oktoberfest. Ja, ich bin Nicolette, das habe ich von Kenny übrigens gehört, dass ihr am 26. zusammen auf dem Oktoberfest seid. Ich bin ganz neidisch. Ich bin nämlich am 27. da mit dir, Nicolette, aber vielleicht kann Candy da ja auch noch bleiben. Das wäre super. Das kriegen wir bestimmt irgendwie geregelt. Ich habe ja die Gästeliste für den 26. zusammengestellt und habe dich extra ausgelassen, weil ich wusste, dass wir uns am 27. sehen. Aber die Gastgeber sind ja die gleichen, also kriegt man das bestimmt irgendwie gewurschtelt. Nur, man muss dazu sagen, ich habe nicht die Gästeliste für den 27. zusammengestellt, deswegen ist nicht meine Schuld. Es hat uns ja eine ganz nette Person eingeladen, auch nochmal mit aufs Oktoberfest zu gehen. Hör mal, in den letzten Tagen, wir haben uns noch vor 14 Tagen darüber beschwert, dass ich dieses Jahr von niemandem eine Einladung aufs Oktoberfest habe. Und in den letzten 7 Tagen, danke an alle Menschen, die zuhören, ich könnte gefühlt den ganzen September und Oktober jetzt auf den Wiesen bleiben. Jeder will uns dabei haben. Also das ist unglaublich. Vielen Dank an alle. Aber ich bin jetzt 3 Tage am Stück da und das muss man erstmal überleben. Das genau. Muss man erstmal überleben. Paula, die erste Frage, die ich an dich hätte, ist, du bist gelernte Journalistin. Wie kam es denn dann zu Paula Kommt? Paula Kommt war ja, glaube ich, so dein erstes großes Ding. Das ist da das, woher man dich kennt, aus dem Fernsehen wahrscheinlich. Ne? Wir haben ja auch am Montag schon ein bisschen drüber gequatscht. Aber wie kam es denn dazu? Wie kamst du vom Journalismus, vom hinterm Computer sitzen und ein bisschen was tippen und recherchieren und Leute mit Texten glücklich zu machen? Wie kam es denn dann zum Fernsehen? Also ich habe die Leute, man muss dazu sagen, ich bin nicht unter diesem Namen geboren worden, sondern unter einem Namen, der... Da kenne ich. Aus, ja. Shame. Ja, stimmt, wir alle drei, das eint uns. Confessions ja. of a Podcast. ich bin mit einem, also bei mir war, passte soweit das Geschlecht, aber der Name passte nicht und vor allem hat er mich im Laufe der Jahre immer an die Historie, die damit zusammenhing, so erinnert. Und ich fand auch den Klang, also mein Geburtsname ist Susanne. Nichts gegen Susanne, so als Namen. Jetzt hast du es gesagt. Es steht ja auf Wikipedia. Ich finde das auch. Ich finde, es ist ein großer Schritt, das zu sagen. Also, nee, es steht auf Wikipedia. Also, so what? Die Lügen?
Die lügen. Nein, das ist doch okay. Es gibt ja, ich will nicht dann, dass mein großes journalistisches Oeuvre irgendwie nicht mehr gelesen wird. Ich habe geile Texte geschrieben für Geo und große Reportagen, auch für die Zeit und so weiter. Aber ich bin keine Susanne. Also, das ist dieses am Ende. Susanna hätte ich mir eher vorstellen können. Und dann war mein Nachname auch nicht schön und eben, wie gesagt, historisch etwas beschmutzt, so familienhistorisch oder beschmerzt, ist vielleicht das bessere Wort. Und dann habe ich, als ich 2004 mein erstes Kind bekam, habe ich heimlich angefangen. Erst war ich, also ich war bei der Welt angestellt, habe heimlich für die Süddeutsche geschrieben, weil ich mich ein bisschen gelangweilt habe unter diesem Namen. Und dann habe ich heimlich unter diesem Namen, weil meine Chefredakteure bei Geo so konservativ waren, für GQ eine Sexkolumne geschrieben. So, und diese Sexkolumne hat in der Tat dazu geführt, dass sehr viele Leute dazu onaniert haben, wie mir zum Beispiel später ein Zahnarzt sagte, der sagte, mit dieser Kolumne hatte er sein sexuelles Erwachen. Und ich so, aha, ha, ha. Ja. Wie kam es denn dazu, dass es eine Sexkolumne wurde? Wer hat denn gesagt, in der Redaktion, wer will denn hier über Sex schreiben? Die Paula so, hier, ich. Ja, ich hatte das tatsächlich das einzige Mal, dass ich mich hochgeschlafen habe. Ich hatte eine Affäre mit einem jungen Mann, der dann später zu GQ wechselte. Und der wusste natürlich, ich interessiere mich für Sex, so, ja, weil ich auch gerne darüber geredet habe. Ist das und dann so? Hat er gesagt, warst du immer schon für Sex? Ich war immer schon für Sex, nicht immer aus den richtigen Gründen. Aber also früher habe ich Sex gehabt, um so Bestätigung zu bekommen und einfach, weil ich auch Sex mit Liebe verwechselt habe. Aber ich fand die Tätigkeit an sich, die fand ich eigentlich immer schon schön, muss ich sagen, irgendwie. Weil man auch so viel über die Menschen lernt, wenn die nackt bei einem liegen. Die Wahrheit. Die Wahrheit lernst du da. Genau. Und übrigens kann auch wirklich niemand hinterher sagen, ich habe es nicht gewusst. Die Leute zeigen ihr Gesicht immer. Du musst nur deine Intuition so feintunen, das ist die Lebensaufgabe, dass du direkt durchschaust, was passiert, ne? Also, aber das können die wenigsten, Paula, das muss man an der Stelle sagen. Das ist ja meine Mission, die wenigsten zu Menschen trainieren. Sind so unsensibel und gucken aus, blöd aus der Wäsche, obwohl du so viele Sachen von Anfang an schon siehst und merkst. Ja, das ist ja meine Mission, dass diese Intuition wirklich so geschärft wird, dass die Leute auch verstehen, ach so, dieser Typ Mensch ist genau dasselbe, was ich vorher hatte. Darum mache ich es nicht mehr. Aber naja. So okay, also du hattest jetzt mit diesem GQ-Redakteur, Chef, wie auch immer, Chef, was am oder Redakteur. Ja, okay. Der ist zu GQ gewechselt und hat dich mitgeholt und hat gesagt, die Paula schreibt jetzt über Sex. Genau. Und dann warst du beim Zahnarzt und der hat gesagt, finde da geil. Und wie ging es dann weiter zum Fernsehen? Der Zahnarzt kam ein bisschen später, aber dazwischen hatte ich Thilo Mischke kennengelernt, den wir alle kennen von den Uncovered-Serien. Der macht so Hardcore-Reportagen. Und Thilo und ich haben dann gemeinsam für ProSieben ein Format gemacht, Unter fremden Decken. Es war so eine Doku-Reihe, wie liebt die Welt quasi. Und dann hat Six gesagt, komm zu uns. Moment, vorher habe ich habe ZDF Kultur vergessen. Ich hatte einen Ex-Freund, der sehr, also der hatte viel kreativen Output und der hat gesagt, lass doch mal was beim Fernsehen anbieten. Der kannte eine bei ZDF Kultur, dann war ich erst bei ZDF Kultur, Im Bett mit Paula hieß das, dann ProSieben, dann Six und seitdem springe ich da bei ProSieben Sat.1 rum. Genau. Cool. Six hat sich so entwickelt, weil die festgestellt haben, es gibt niemanden mehr und warte mal, die Geschichte stimmt überhaupt nicht. Mein Hirn hat mich wieder völlig kurz geschlossen. Ich habe ja das erste Buch geschrieben und so wurde ich in Talkshows eingeladen, genau, mit dem Buch. Und damals war Paula Lambert noch so eine Vision von, das könnte jemand sein, die hat so Sex wie ein Mann, die ist emotional ein bisschen grob und so. Dann habe ich in den Talkshows gemerkt, okay, das kann ich überhaupt nicht durchziehen, weil ich auch gar nicht schauspielern kann und so. Und genau, und daraufhin fiel Leuten auf, es gibt niemanden mehr, der im Fernsehen über Sex redet,
So, und dann habe ich die erfundene Paula zu mir rangeholt und so verschmolzen wir dann. Nicolette, wie kamst denn du zu Sex und Co.? Also mal früher wurdest du als die Sex-Talkerin, Sex-Bloggerin beschrieben. Heute weiß man, da ist ein bisschen mehr Vielschicht dahinter. Aber wie kam das bei dir dazu, dass du gerade für Sex und Intimität und Beziehung so stehst? Ist es was du dir auch selbst ausgesucht hast? Oder haben die Leute sich das einfach als Fokus bei dir geholt, weil du da die besten Ratschläge gegeben hast? Oder wie kam das? Ich habe am Anfang auf den sozialen Plattformen immer ganz viel Lustiges gemacht. Also es war eher so dieser Comedy-Aspekt. Und dann erinnere ich mich daran, da hat ein Frauenformat aus dem Internet mich darum gebeten, auf lustige Art und Weise 10 Hörerinnen, Leserinnen Fragen zu beantworten, die zum Thema Beziehung und Sex oder das, was damit zu tun hat, zu beantworten. Also ich hatte gar keine Expertise. Und das habe ich dann auch gemacht und das hat großen Anklang gefunden vor 7 Jahren. Und daraus ist das dann entstanden. Und meine Tiefe, die du gerade beschrieben hast, und mein großes Interesse kam eigentlich erst über diese Arbeit, weil ich im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass das Thema nicht nur Liebe und Sex, sondern vor allen Dingen Beziehung uns alle betrifft und wirklich auch was mit unserem Leben macht. Alles im Leben ist Beziehung. Mit allem und jedem haben wir eine Beziehung. Und ich empfinde das als extrem, extrem spannend. Ja, ich pflege nicht so viele Beziehungen. Ich bin gerne hier allein auf meiner Couch. Ich glaube, dass du mehr Beziehungen führst, als du denkst. Ich meine, du hast ja auch irgendwo eine Beziehung zu deinen Nachbarn. Du hast ja eine Beziehung zu deinem Bankberater, zu deiner Friseurin. Nachbarin. Ja, aber weißt du, alles ist ja irgendwie Beziehung. Und ich glaube, dass die Menschen auch wirklich vereinsamen. Und Einsamkeit ist ja ein ganz krasses Thema in sehr vieler Leuts Leben, teilweise auch manchmal in meinem Leben. Und ich finde, dass wir alle wieder zurück zur Verletzlichkeit und zur Beziehungspflege finden müssen, um dem einfach auszumerzen. Weil wir können ja irgendwie alle keine Beziehungen mehr pflegen und führen. Das ist ja wirklich schrecklich, was da passiert ist. Ja, und da hat natürlich auch Social Media so seinen Teil dazu beigetragen, weil das die Illusion der Beziehung ist, natürlich. Du kennst Person X und Y scheinbar, aber bist dann trotzdem mit dir alleine und hast überhaupt keinen sozialen Austausch und oder überhaupt soziales Feedback, was ja so wichtig ist, ne? Und dann ja, irgendwann werden die Leute dann auch zu großen Teilen so schüchtern, dass ihnen soziale Interaktion, die authentisch sein muss, logischerweise, total schwerfällt. Und dann ist es nur noch so ein oberflächliches Dahingeplatschel, wie es halt im Internet auch ist. Und das ist total, oder im Internet, im Handy, ihr wisst schon, wie ich meine, im Netz. Und das ist Wahnsinn. Also ich glaube, 2024 werden in Berlin 53% aller Haushalte Single-Haushalte sein. Wahnsinn. Das heißt natürlich nicht, dass die keine Beziehung haben. In Berlin hat man sehr, sehr viele Beziehungen in kürzester Zeit häufig. Aber dieses wir bestreiten das Leben als Herdentier, wie der Mensch ja ausgelegt ist, das findet weniger und weniger statt. Und die Konsequenzen sehen wir überall, meiner Meinung nach. Also die Politik, die derzeit im Land herrscht, die ist natürlich angstgetrieben und auch dadurch befeuert, dass keiner gelernt hat, richtig mit seiner Intimität umzugehen. Damit meine ich nicht die körperliche, sondern die emotionale. Und wenn man zu all diesen Krakelern hingehen würde und sagen würde, wovor hast du Angst? Was brauchst du? Was ist dein Vorschlag dazu? Wäre das AfD-Problem deutlich kleiner, meiner Meinung nach. Und das war in den 20er Jahren schon mal so, ich sag's nur. Ich bin gerade ganz pessimistisch. Ja, krass, dass du das sagst. Wichtig, dass du das sagst. Vor allen Dingen auch der Punkt mit der Intimität. Wir verwechseln ja oft die eigentliche Bedeutung von Intimität. Die Leute glauben, dass zwei nackte Menschen sich aufeinanderlegen und irgendwie rumfummeln. Und dann ist es intim. Ich glaube, dass intime Beziehungen, also den Menschen zu hören, zu fühlen, zu sehen, als Ganzes wahrzunehmen, mit seiner Verletzlichkeit und allem Pipapo, dass das so essentiell ist, damit wir Beziehungen führen können. Und unsere Beziehungen müssen ja auch irgendwie wieder intim werden. Und das findet ja halt irgendwie nicht mehr statt. Meistens nur noch an der Oberfläche. Und dadurch verunsichert das ja die Menschen auch. An der Stelle möchte ich einhaken und dich was fragen. Ich hatte an meinem berühmten Donnerstag eine ganz spannende Frage. Ich kann gar nicht mehr die Frage wiedergeben. Auf jeden Fall ging es darum, es gibt ja Menschen, die keine Beziehungen in jeglicher Art führen oder führen möchten.
Und da rede ich jetzt nicht von Menschen, die irgendwie eine soziale Phobie haben, weil das ja nochmal was anderes ist mit so einer Diagnose. Aber es gibt zum Beispiel Menschen, die ja gar keine Freundschaften mehr haben. Menschen, die wirklich komplett alleine sind. Und ich sage immer, dass man bei diesen Leuten mit Obacht rangehen sollte, weil es natürlich auch einen Grund dafür gibt, warum Leute keine Freundschaften führen oder keinen Kontakt zu Menschen führen. Und ich bin auch deiner Meinung, dass sozialer Umgang echt ein Grundbedürfnis des Menschen ist, wahrscheinlich sogar der größte. Wie ist so dein Statement zu Leuten, die gar keinen Umgang haben, die komplett auf sich alleine gestellt sind oder sein möchten? Ich habe vor Jahren mal mit einer jungen Frau gedreht, und das ist jetzt ein bisschen ausgeholt, aber nur kurz, die hat eine Beziehung zu einer Boeing 737 geführt, vage, ja, also auch Teile hatte sie in der Wohnung, mit denen sie auch Sex gehabt hat, und ihr größter Wunsch war halt, in einer Boeing 737 rumzulaufen und das von innen zu berühren und so weiter. Und im Laufe des Gesprächs, was man im Fernsehen dann immer nicht so zeigen kann, leider, weil Bilder, kam aber raus, dass dieser Mensch so verletzt worden ist, so wahnsinnig verletzt worden ist durch Leute, denen sie hätte vertrauen müssen, können müssen als Kind, dass ihr, also dass sie konnte sich gar nicht mehr einlassen und meiner Meinung nach aus reiner Angst vor diesem Schmerz wieder. Also die war in sich total heruntergefahren und hat sich, weil sie natürlich emotionale Bedürfnisse gehabt hat, auf ein Objekt fokussiert. Ne? Und ich glaube, eine ähnliche Variante geschieht auch bei den Menschen, die im sozialen Umgang total ablehnen für sich. Da ist eine tiefe Verletzung in der Seele, die sagt, ich bin für mich besser dran alleine, weil die Menschen sind so unzuverlässig und meinen es so wenig gut und sind so wenig gut auch, was man durchaus glauben kann, ja, wenn man sich so umguckt in den Nachrichten, dass ich es vorziehe, mich da komplett rauszuhalten. Und natürlich ist das eine Entscheidung, ja, jeder Erwachsene kann selbst entscheiden, wie er sein Leben leben möchte. Ich glaube aber, dass es nicht den Grundbedürfnissen des Menschseins entspricht, so zu leben. Und ich habe selbst, ich hatte mehrere Stiefväter in meinem Leben, aber einer, der ist mir besonders ans Herz gewachsen, der war 4 Jahre bei mir und hat wirklich dafür gesorgt, dass ich überlebe, ja, emotional. Und mit dem habe ich auch immer noch Kontakt. Der ist aber auch ein Mensch, nach dieser Beziehung mit meiner leiblichen Mutter ist er nie wieder in eine Beziehung eingegangen, übrigens auch keine Freundschaften mehr. Und das war auch einer, der hat von seinen Eltern so eine ganz komische Menschenbotschaft mitbekommen und dann hat sich das bei ihm multipliziert durch Enttäuschungen, die das Leben so mitgebracht hat. Und der ist der größte Einsiedler, den man kennt. Und selbst wenn ich komme, und ich bin, glaube ich, so ziemlich der liebste Mensch in seinem Leben, fällt es ihm zunehmend schwerer, mit mir in Austausch zu gehen. Also er ist so richtig so ein Grantler. Ich weiß aber, würde er sich mal drauf einlassen, zum Beispiel irgendwo hinzufahren, ein paar Wochen und so weiter, diese Schale würde wieder brechen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man den wüstesten Menschen, also zumindest die, die, ja, wo das Gehirn in Ordnung verkabelt ist, durch ganz viel Liebe, Zuwendung und Aufklärung und Wahrnehmung und so weiter wieder hinbekommt. Also sonst könnte ich meinen Job gar nicht machen. Das ist ja teilweise zum Heulen, diese Schicksale bei mir. Und ich glaube an die Menschen, ich glaube bloß auch, dass dieses Kollektivbewusstsein dafür, dass es unser Job ist, uns umeinander zu kümmern, dass das leider so ein bisschen verreckt ist. Und wenn wir überleben wollen, wäre das super wichtig, das wieder aufzuwecken. Das ist meine Meinung. Ganz schön schwer heute. Sollen wir ja vielleicht gleich auch mal über was Fluffiges sprechen? Ja, ja, ich komme jetzt, komm jetzt auf was ganz Tolles, denn eines der schönsten Zitate, die ich jemals gehört habe, stammend von dir. Das hast du mal auf einer Bühne gesagt und ich habe dich auch schon mal zitiert bei mir auf Instagram, nämlich, da draußen ist irgendwo ein Mensch, ich gebe es jetzt mit meinen Worten wieder, der dich genauso gut findet,
wie du bist und dich genauso haben möchte, wie du bist. Und das ist so ein einfacher Satz, der eigentlich auch so auf der Hand liegt, aber den meisten Menschen, glaube ich, gar nicht bewusst ist. Denn worüber wir uns auf jeden Fall bewusst sind, ist, dass unsere Datingwirtschaft, unsere Datingkultur ja wirklich im Keller ist. Also wirklich im Keller ist, wahrscheinlich wie noch nie zuvor, aus welchem Grund auch immer. Magst du uns mal ein kleines Resümee geben, nicht nur auf dein Zitat, sondern auch, wie du die Welt da draußen empfindest, wenn es ums Daten geht, die Jungs, die Mädels, was auch immer. Was geht da draußen gerade ab? Also. Jetzt hören nämlich alle zu. Ich glaube, es ist gerade alles so ein bisschen zu kompliziert. Dating, dieser ja amerikanisierte Zustand, der so jetzt, sich jetzt hier auch so eingezogen hat, sollte in erster Linie Spaß machen. Es geht nicht darum, ums Überleben zu kämpfen, sondern es geht darum, Menschen interessanter Ausprägung kennenzulernen. Ganz, ganz viele Frauen, muss man dazu sagen, gehen inzwischen in Dates rein mit der Erwartungshaltung, okay, ist das oder ist das nicht, oder ist sie es oder ist sie es nicht, und vergessen den Aspekt der Beobachtung und der Selbstwahrnehmung dabei, finde ich. Weil es gibt ja nichts Schrägeres, als in einen Raum zu gehen mit einem Menschen, den du überhaupt nicht kennst, diese Aufregung in dir zu spüren, diese Unsicherheit, dieses und dann zu gucken, was das überhaupt für ein Typ ist, ja, für ein Typ Mensch und wie der sich bewegt und was der interessant findet und so weiter. Ich glaube, dass diese Checklisten inzwischen viel zu schnell rauskommen, dass man sagt, okay, zu klein, zu dick, zu dünn, zu, keine Ahnung, was auch immer, flacherschig, zu wenig blond, zu aber rothaarig. Aber woher kommt das, dass wir alle mit so Listen durch die Welt laufen? Naja, das ist aus diesem Überangebot entstanden, glaube ich. Dadurch, dass wir als Menschheit, ja. Ich war mal kurz auf diesen Dating-Plattform, weil ich es meiner Therapeutin versprochen hatte, dass ich es mal ausprobiere, weil sie gesagt hat, ah, du ziehst dich so ein bisschen zurück aus diesem Feld, finde ich blöd, setz dich doch mal aus. Ja, okay, mache ich. Und die Überforderung bei diesem Prozess ist so groß, also für mich ist das viel zu viel, dann hast du plötzlich ja 10 Angebote quasi und denkst, okay, was gucke ich denn? Der gefällt mir optisch, der hat einen interessanten Beruf, der hat einen blöden Musikgeschmack, also schon mal raus. Aber dadurch entfällt natürlich die Chance, den mit dem blöden Musikgeschmack zum Beispiel, den ich jetzt übrigens habe, mein Partner hat den schlimmsten Musikgeschmack der Welt, finde ich, aus meiner Sicht. Also wirklich so, dass ich warm runterschlucken muss, wenn ich das höre im Auto. Na, jetzt sag doch mal kurz, was es für ein Musikstil ist. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, liebe Komm, Fans mach dich mal da draußen. Er hält Scooter für die größte Band der Welt. Scooter und Hardstyle. Also richtig, ich weiß überhaupt nicht, wie man sich dann dazu bewegen kann. Dann lieber Heavy Metal. Oh, ich liebe Heavy Metal zum Beispiel, ja. Das findet er ganz schlimm. Aber also die Berliner finden das doch ganz toll. Also ja, ich finde Scooter und Co. auch ganz geil. Im Ernst? Mhm. Ja. Aber Paula, Berlin tut auch nicht jedem gut. Das muss man auch noch an der Stelle erwähnen. Berlin hat schon lange nicht jedem gut getan. Also ich bin mit meiner Scooterphobie auch auf wenig Gegenliebe gestoßen, muss man sagen. Es gibt sehr viele Leute, die Scooter richtig geil finden. Ich habe ihm auch Konzertkarten geschenkt mit meiner unendlichen Zuneigung und habe das durchgestanden und habe fasziniert diese hüpfenden Massen betrachtet, die diese simplen Worte gegen die Bühne rufen und dop, 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 da, da, dop und so weiter. Aber mein Herz berühren tut's nicht, seien wir ehrlich. Also, und ich krieg sowieso von Elektro schnell Durchfall. Also die Bässe, ich glaube, das vertrage ich nicht. Aber jedenfalls hätte ich auf einer Dating-Plattform diesem Mann überhaupt keine Chance gegeben. Wenn da steht, I love Scooter, bin ich raus. So. Und dasselbe passiert natürlich auch da draußen. Wir haben inzwischen schon so ein, ja, muss das haben, dann ist es okay. Ohne darauf zu achten, was passiert denn eigentlich gerade mit diesem Menschen? Und ich habe ganz viele Frauen mit so Listen in meinem Podcast und denen sage ich immer, bitte ab jetzt A, Spaß haben beim Daten und B, gegen deinen Typ daten und guck einfach mal, was passiert. Was für interessante Menschen du kennenlernst, weil
Und das weiß doch jeder, wenn man einen Nachmittag oder Abend mit jemandem verbringt, den man interessant findet, der gute Gespräche anbietet, das ist doch so viel mehr wert, als zu sagen, ich begebe mich jetzt atemlos auf den Menschen meines, auf die Suche nach dem Menschen meines Lebens. Das ist, ich finde, das, da wird Dating zweckentfremdet. Habt Spaß, Leute. Also. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass du in einer Beziehung bist und ich habe ihn ja auch schon kennenlernen dürfen. Das ist ein ganz lieber Kerl. Was ich spannend finde, ist, du hast jetzt auch erzählt, dass deine Therapeutin gesagt hat, geh doch mal auf Online-Dating-Plattformen und so. Ich gehe mal davon aus, dass das zu einem Zeitpunkt war, wo du dich gerade von einem Mann getrennt hattest. Und, schon 2 Jahre später, aber ja. 2 Jahre später, okay, ja genau. Dann irgendwann dazwischen, zwischen Ex-Mann weg und der Neue ist jetzt da. Irgendwann war das da. Ich habe ganz viele Frauen, kenne ich, die sagen, das sind wunderbare Frauen. Wir haben da auch vorletzter Woche auch schon drüber gesprochen, Nicolette und ich, die das Gefühl haben, dass wenn man jenseits der 20 ist, dass Männer kennenlernen immer schlimmer wird. Ich glaube so, in Anfang 20 oder in den 20ern, da ist man noch experimentierfreudig, man nimmt noch schneller jemanden an und guckt, was passt und was nicht so passt. Und je weiter man sich von der 20 entfernt, desto schwieriger wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr Single-Frauen gibt, die in dieser Altersgruppe, weißt du? Woran liegt das? Oder also, was ist da los? Was ist da los? Was ist da los mit den Frauen und mit den Männern? Erstens kann Single sein total toll sein. Ja, also ein Single-Leben ist nicht per se ein trauriges, einsames mit 10.000 Katzen, sondern es kann auch ein Leben sein, was total erfüllt ist und mit Freundinnen wegfahren und die Welt bereisen und neue Jobs annehmen, Hobbys und so weiter. Ja, und dann Sex mit irgendwelchen Leuten haben, die man halt kennenlernt, oder auch keinen Sex haben. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber was in der Tat ein bisschen schwieriger wird, ist, dass du natürlich, je älter du wirst, wird dein Erfahrungshorizont negativ wie positiv größer und größer und größer. Und dieser Erfahrungshorizont, auch mit den Konsequenzen daraus, zum Beispiel Kinder, Schulden, miese Erfahrungen beim Job, psychische Themen und so weiter, die machen es natürlich schwerer, dann damit klarzukommen. Das heißt, das Matching wird noch ein bisschen komplizierter. Aber es heißt überhaupt nicht, dass das Leben vorbei ist. Viele Menschen finden große Lieben jenseits der 50, 60, 70. Und auch mein Partner, also ich meine, ich bin 49 und es war jetzt nicht so das Problem. Und der ist sogar 10 Jahre jünger, was ihn selbst etwas erschrocken hat, weil er hatte mich mal bei Grill den Hänsler gesehen, hat mich als seinen geliebten Phänotypus herausgemacht und hat mich dann Jahre später im Suff angeschrieben auf Instagram. Aber also ganz ehrlich, ich glaube, das ist eher im Kopf. Und das heißt nicht, dass man mit Mitte, Ende 30, Anfang 40, Anfang 70 niemanden mehr finden kann. Man muss halt nur damit klarkommen, dass es nicht mehr ganz so easy ist wie mit 20, wo alle wie so junge Lämmchen über die Weiden springen und keine Sorge auf der Welt haben. Ja, mit Anfang 20, ey, was hatte ich da schon für Verpflichtungen? Keine einzige. Nix. Natürlich war das leicht. Nicolette, würdest du jemanden daten, der dich über Instagram anschreibt, über dein öffentliches Nicolette Instagram? Das heißt, der weiß, wer du bist, ja, was du machst und so weiter. Ja, würde ich machen. Ich habe auch gerade, als du erwähnt hast, dass er dich bei Instagram kontaktiert hat, darüber nachgedacht, dass ich habe ein Problem. Manchmal schreiben mir Männer bei Instagram. Das erste Problem, was ich da schon meistens rauskristallisiert ist, dass die ihr Profil dann auf privat gestellt haben und ich sehe keine Fotos. Sorry Jungs, ich will direkt Fotos sehen, ich will wissen, mit wem ich es zu tun habe. Der zweite Punkt ist, ich weiß manchmal nicht, sind die jetzt homosexuell oder sind die heterosexuell und was genau möchten die von mir? Also vielleicht, wenn ihr homosexuell seid, einfach eine kleine Regenbogenflagge noch hinter eure Frage stopfen. So ein Regenbogen-Emoji. Dann weiß ich genau, auf welcher Basis wir sind. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich glaube, alle Männer, die mir schreiben, sind schwul, sehen zwar wunderschön aus, sind aber schwul. Und vielleicht ist mir ja mein Traummann deswegen durch die Lappen gegangen, weil ich es nicht einordnen konnte. Aber ja, ich würde mich mit jemandem treffen, der mich auf Instagram kontaktiert. Ich halte das manchmal sogar für ziemlich einfach, weil
wenn der mich verfolgt und meine Stories guckt, dann weiß der schon so ein paar Sachen, wo ich mich gar nicht mehr erklären muss. Mir kommt das zugute. Der weiß ja direkt, womit das zu tun hat. Also ich bin da völlig fein mit. Ja. Ich muss dazu sagen, aber ich habe ihm abgesagt. Also er hat mir geschrieben und dann habe ich gesagt, weil ich das irgendwie schräg finde, ja, also die meisten Leute schreiben auch so einen Müll dann, einfach nur hey, wie auf Dating-Plattformen oder darf ich mal eine Frage stellen? Neulich hat mir einer geschrieben, der hat mich darum gebeten, ihn zu entjungfern, was ja total sweet ist, so, aber ein bisschen, naja, schon älter. Aber was halt so ein bisschen übergriffig ist, ja? Also das muss ihm ja klar sein, dass das auch nicht so sein, also nee. Dass es Geld kostet, ja. Genau. Und du rechnest pro 5 Minuten ab. Ja. Oh Gott. Ja, beim ersten Mal, da bin ich aber, das ist ein doofer, weißt du, eine doofe Taktung, 5 Minuten. Naja, jedenfalls habe ich ihm abgesagt und dann hat er aber nicht locker gelassen und dann fiel mir auf, was für eine gute Grammatik und Rechtschreibung der hatte. Und so hat er mich gekriegt, weil ich dachte, jemand, der so formidabel schreibt, der kann nicht ganz schlecht sein. Und die Leute schreiben ja inzwischen wie Kraut und Rüben und das macht mich an, wenn jemand mit Sprache umgehen kann. Ja. Aber schau mal, ich reagiere auch allergisch darauf, wenn Männer keine gute Rechtschreibung haben, weil so Satzzeichen, Dinger und so, die sind mir auch wichtig. Aber in irgendeinem Podcast habe ich neulich gehört, dass das Frauen sehr wichtig ist, dass Frauen grammatikalisch und auch sonst in Wort und Schrift fit sind. Ist es nicht vielleicht dann auch wieder eines von diesen Punkten auf der Liste? Da draußen wartet vielleicht der Traummann, der aber beschissen in Rechtschreibung ist und wir würden den durch die Lappen gehen lassen, weil wir den bei Tinder oder Insta kennenlernen und der kriegt es nicht auf die Kette. Leibhaftig wüssten wir das aber nie, wenn wir den so daten. Ja, du hast recht, das ist natürlich auch so ein Listenpunkt. Aber man muss dazu sagen, ich wollte eigentlich gar nicht in eine Beziehung, weil letztes Jahr war für mich, so war der Plan, das Jahr, wo ich mich so richtig auslebe, mich nochmal kennenlerne, neue Dinge tue. Und ich wollte eigentlich den Winter in Neuseeland verbringen, aber dann war ich so verknallt, dass es nicht ging, weil ich mir nicht vorstellen konnte, 6 Wochen getrennt zu sein. Oh. Und ja, klar. Also ich habe mich da auch ehrlich gesagt am Anfang nur drauf eingelassen, weil ich dachte, ach, so ein bisschen wäre auch mal wieder schön. So. Ah, naja. Und klar. Dann dachte ich, wow, wie gut verstehen wir uns denn? Ja. Ah, das wäre meine Traumvorstellung. Also ich träume im Moment auch von jemandem, mit dem ich einfach nur schlafen kann, weil also wahrscheinlich wird es bei mir beim ersten Mal wieder pieken, so lange ist es her, aber nicht mal dafür bietet sich jemand an. Ja, ja, also ich brauch noch eine Bravo beim nächsten Mal, damit ich wieder weiß, wie es geht. Aber das ist natürlich schon so eine romantische Vorstellung, dass man mit jemandem nur schläft. Am besten möchte der noch viel mehr von mir. Der verliebt sich Hals über Kopf in mich. Und ich kann den dann so ein paar Wochen zappeln lassen, bis ich sage, naja gut, sind wir halt ein Pärchen. Also Paula, man muss dazu sagen, vorbildlich, Vorlage, das, was da bei euch geschehen ist. Ja, ich bin auch entgegen meiner Art da voll reingesprungen und habe bei Date 2 schon den Sack zugemacht, weil ich so sicher war. Ah ja, geil. Ja. Das hätte ich nie gemacht, früher würde ich auch niemandem raten, ja, ganz ehrlich. Aber wenn du es weißt, dann weißt du es, das ist einfach so. Bist du ein eifersüchtiger Mensch in dieser Liebesbeziehung? Naja, ich bin, ich merke schon, je mehr ich mich öffne, und das fällt mir auch nicht so leicht, wie ich es mir wünschen würde, desto mehr gucke ich so. Ja, und es gibt in Phasen, wo ich mit mir selber unzufrieden bin, gibt es schon Phasen, wo ich dann merke, dass ich so Eifersuchtsgefühle entwickle, für die ich mich total schäme. Aber ich weiß natürlich auch gleichzeitig, ist total wichtig und essentiell, sich in voller Schönheit zu zeigen, auch in diesem Punkt. Und dann sage ich, ich bin gerade eifersüchtig, weil XY, irgendwelche banalen Quatschsachen. Und dann sagt er, okay, verstehe ich, was passiert? Und dann sage ich, dies, das. Und dann ist es schon wieder vorbei. Also ich bin jetzt nicht, ich kann das inzwischen gut so abstrahieren irgendwie. Aber es hilft mir total, das auszusprechen, gerade wenn ich solche Gefühle habe. Und dann ist gut. Ihr führt ja auch eine Fernbeziehung, mehr oder weniger.
Ich glaube, dass das ganz viele Menschen da draußen erstmal abschrecken würde, jemanden besser kennenzulernen, wenn sie wüssten, okay, der ist jetzt ein paar Stunden entfernt von seinem Heimatort, bis ich den sehe und so. Es wäre, würde auf eine Fernbeziehung hinauslaufen. Wie war das bei dir? Hat dich das abgeschreckt oder fandst du das eher gut? Und was würdest du Leuten da draußen empfehlen oder damit umzugehen mit so einer Situation? Ich lerne jemanden kennen, aber es wird eine Fernbeziehung. Hängt natürlich immer davon ab, was man will und wie viel man aushält und bereit ist, auch zu investieren und so weiter. Und investieren ja nicht nur Zeit und Emotionen, sondern auch Geld, ja, Bahntickets und so weiter. Ich glaube, wäre die Distanz Berlin-Köln, Berlin-München, hätte ich es nicht gemacht. Dann hätte ich dafür gesorgt, dass ich mich so abknapse sofort. Das ist, also sage ich jetzt so keck dahin, aber ich glaube, also das wäre richtig scheiße für mich, weil das dazu bin ich zu viel unterwegs und ich mag schon kuscheln, beieinander sein und so weiter. Berlin-Hamburg hingegen, wie es jetzt ist, finde ich gut zu schultern. Wir sehen uns alle 4 Tage, maximal alle 5 und manchmal nur alle 2 Wochen, aber das ist jetzt 2-mal vorgekommen mit 1,5 Jahren. Also wir sind da schon ganz geschickt darin, das so zu legen, dass es klappt. Aber man muss sich schon im Klaren sein, es gibt auch Beziehungen, die sind ewig weit auseinander, die sehen sich alle 4, 5, 6 Wochen, dann für eine Woche oder so. Das kann man natürlich auch machen, aber ich finde, Beziehung ist halt ganz gut, wenn man so ein bisschen Routine hat. Und das ist bei uns schon extrem wenig. Und ich merke, dass ich ab Mittwochs dann immer schon so mich so ein bisschen zu sehr um meinen Kram kümmere und dann auch distanzierter bin, so ein bisschen in Vokabular und Zeitgabe. Und ich brauche auch Freitag, wenn wir uns sehen, dann so ganz kurz, um mich da wieder einzusortieren, ne? Mhm. Also, aber es hat natürlich auch Vorteile, nämlich ich kann unter der Woche machen, also kann man ja auch in Beziehung, aber ich muss wirklich auf gar keinen Rücksicht nehmen, außer auf die Kinder, kann merkwürdigen Hobbys frönen, mit Candy im Garten rumhängen bis 2 Uhr morgens oder in Ruhe arbeiten. In Ruhe arbeiten. Ja, das habe ich jetzt die letzten 2 Wochen echt nicht so gemacht, muss ich zugeben, aber war vielleicht auch mal nötig. Und der ist einer, der lebt in extremen Routinen. 6 Uhr wird spätestens aufgestanden, der arbeitet tierisch lange, der geht 3-mal die Woche zum Sport, zu festen Zeiten, was total bewundernswert ist, weil dadurch wird dein Leben einfacher, glaube ich schon, durch Routinen. Und ich mit meinem Hirn ja, tut mir da deutlich schwerer, obwohl ich anderen immer sage, Routinen, Routinen, Routinen sind euer Freund, tut es, aber ja, naja, so. Hattest du schon mal eine Fernbeziehung, Nicolette? Ich hatte nur mal eine, die eine Stunde auseinander war, nämlich Köln-Koblenz, und das hat sich ja dann auch schnell aufgelöst, weil ich ja dann nach Koblenz gezogen bin. Aber ich finde auch, dass Fernbeziehungen Geschmackssache sind, das ist auch eine Typfrage. Ich würde das total begrüßen. Also ich glaube, ich könnte auch eine Beziehung führen mit jemandem, der in Amerika lebt. Im Idealfall in London. Dann kann ich nämlich irgendwann nach London ziehen, den heiraten. Dann habe ich keinen Stress mit dem Visum. Aber ich liebe auch meine eigenen Routinen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass durch Routinen ist mein Leben einfacher geworden. Also du hast das richtig schön beschrieben. Ich arbeite gerne und viel und werde da auch nicht gerne abgelenkt und ich lasse mich sehr gerne von einem Partner ablenken und ich sehe da auch nur Vorteile für mich persönlich drin, wenn ich von montags bis freitags arbeiten kann, mit meinen Mädels mich treffen kann, meine Kaffeetasse stehen lassen kann, glotzen kann, was ich möchte, The Real Housewives, und dann habe ich am Wochenende eine Beziehung und kann mich dann auch voll auf die Beziehung konzentrieren, weil ich die restliche Woche dann für mich bin. Also mein Geschmack ist das absolut. Ich glaube aber schon, dass alle Menschen, die eine Fernbeziehung führen, mittelfristig irgendwann darüber nachdenken, wie lösen wir es jetzt. Und das ist eine Sache, die darf man von vornherein nicht vergessen. Also wenn mein Partner in Hongkong wohnt, und ich lerne den kennen und wir kommen zusammen, dann kann man das mal ein paar Jahre machen und vielleicht auch schön oder weniger schön sehen. Ich muss mir aber darüber bewusst sein, dass wahrscheinlich irgendwann an einem Tag der Punkt kommt, wo einer sein Nest verlassen möchte. Und das ist dann eine harte Herausforderung. Also alle, die eine Fernbeziehung eingehen, das nicht außer Acht lassen, dass das
zur Debatte stehen wird. Genau, und vor allem, wie es zur Debatte steht, ne? Und wie weit man bereit ist, das auch wirklich dann selber in die Tat umzusetzen, weil es natürlich Konsequenzen für beide Seiten hat. Mein Wunsch ist jetzt, dass wir ins Ausland ziehen. Ja. Aber er ist noch nicht so richtig überzeugt. Erzähl mal, wohin? Ich arbeite richtig viel, seit ich 15 bin. So. Mhm. Also zunächst aus der Not heraus und dann aus der Freude daran. Ich arbeite auch gerne und viel. Ich bin momentan so ein bisschen müde, aber es lag am letzten Dreivierteljahr, das war arbeitsmäßig extrem anstrengend. Und mein Wunsch wäre langfristig, muss nicht in 5 Jahren sein, aber in 10 doch tatsächlich irgendwo ins Grüne zu ziehen, in Stadtnähe. Nicht zu groß die Stadt, aber ich erträume mir das auch nur so, vielleicht Winzerin zu werden oder so in Neuseeland oder ein paar Schafe zu halten, die sonst getötet würden. Irgendwie sowas, wo ich morgens die Gräser im Wind tanzen sehe und abends irgendwelche Fledermäuse rumsausen. Das fände ich schon schön. Ja. Das ist krass, dass wir hier ein Podcast sind mit 3 Leuten, die alle 3 eine große Sehnsucht haben, das Land zu verlassen. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich so spannend, weil jeder Mensch hat ja so einen bestimmten Hintergrund, warum er irgendwo hinziehen möchte. Jeder hat ja eine bestimmte Fantasie und einen Traum. Ob sich das bewahrheitet, weiß man ja immer nur, wenn man den Schritt gegangen ist. Da muss man für mutig sein. Ist dir schon mal der Gedanke durch den Kopf gegangen, dass Menschen, die sich nach Landleben sehnen, gerade nach dem Grünen, nach Pflanzen, nach Tieren, ein ganz, ganz starkes Bedürfnis haben nach Frieden und Ruhe, weil ihnen das vielleicht emotional auch im Leben fehlt? Klar. Ich habe auch schon mal auf dem Land gelebt und fand es herrlich. Und auch mit meiner Neurodiversität ist es natürlich, bei mir im Kopf ist so viel Action nonstop. Ich brauche eigentlich eine reizarme Umgebung. Also in einem riesigen Büro, wo 1000 Leute rumspringen, es wäre mein Tod. Und es hilft mir dann auch nicht, wie das die Millennials jetzt machen, da mit dicken Kopfhörern zu sitzen. Alleine die Bewegungen aus dem Augenwinkel würden mich irre machen. Aha. Eine der schönsten Zeiten meines Lebens hatte ich, als ich, also kurzfristig, ja, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit meinen Kindern und so weiter. Aber als ich 2 Wochen auf dem Bauernhof von Max Mohr aufgepasst habe, oder was, 1 Woche oder 10 Tage, also auf jeden Fall. Max Mohr, Fernsehmoderator, hatte in der Schweiz einen Bauernhof und musste weg und seine Frau musste auch weg. Und ich habe gesagt, hier, ich. Und bin mit meinem damaligen Partner, das ist 1000 Jahre her, dahin gezogen. Und es gab 2 Hunde und Enten und Pferde und Esel und so weiter. Hühnchen. Und es gab ganz feste Routinen, da haben wir sie wieder, welche Tiere wann wie reingelassen werden, gefüttert und so weiter. Ne? Genau. Natürlich sind die Enten, dürfen als erstes raus, wenn der Fuchs weg ist, gemeinsam mit den Hunden. Dann gab es einen Kontrollspaziergang um die Gefilde herum, dann wurden die Pferde versorgt und rausgelassen. Und das war in der Ruhe, ich musste da natürlich auch kein Geld verdienen, ne? Aber das war so, ich habe mich so frei und gut damit gefühlt, es war herrlich. Aber wie gesagt, ich musste kein Geld verdienen. Ne? Und anders als bei dir, Nicolette, ist es bei Candy und mir ja so, dass wir uns extrem, extrem konzentrieren, zusammenreißen müssen, damit wir überhaupt Dinge zu Ende kriegen. Und das ist ein... Oder überhaupt mal anfangen können. Oder überhaupt mal anfangen können. Ja, ich zeige euch nicht die andere Seite dieses Tisches. Also, wobei, Candy, du weißt, wie es aussieht. Ich erlebe das zunehmend, dass das so einen Energieverlust bedeutet, jeden Tag diese Kraft aufzubringen, überhaupt zu starten und nicht hier, da, dies, das, zack, 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 zack zu machen. Das ist Wahnsinn. Also, je bewusster mir das wird, desto wilder finde ich es eigentlich. Und natürlich, desto größer wird auch die Lust darauf, aus diesem totalen Chaos eine friedliche Oase zu machen. Hm. Du hast mir das am Montag erzählt, dass das bei dir jetzt noch vor gar nicht so langer Zeit erst diagnostiziert wurde mit dem ADHS. Wie kann das denn so lange unentdeckt gewesen sein? Naja, ich war immer ein kreativer Mensch und ich war immer sehr so sprudelig und
und keine Sau hat sich dafür interessiert, also meine Mutter schon mal gar nicht, was bei mir Phase ist. Und dann habe ich Kinder gekriegt und ich habe ja immer so durchgepowert, ne? Immer weiter nach vorne, tak, tak, tak. Ich habe immer Jobs gesucht, gearbeitet und war größtenteils, also fast in all meinen Beziehungen, war ich immer die Alleinversorgerin, mehr oder minder. Zumindest seit die Kinder da sind und gleichzeitig auch die Alleinkümmerin. Ja, ich war ja dann 14 Jahre alleinerziehend. Also hatte einen Partner, aber ihr wisst schon. Jedenfalls hat dann mein Ex-Mann gesagt, bevor mein älterer Sohn diese Asperger-Diagnose bekommen hat, mit dem stimmt was nicht, will, dass der funktioniert, der soll Ritalin bekommen. Da habe ich gesagt, nur über meine Leiche, du Armleuchter, wenn ihr einen Strukturproblem hat, dann bin es ja wohl ich. So, wenn, ja, wenn das Kind Symptome zeigt, dann kann es nur daran liegen, dass ich nicht strukturiert genug bin. Und dann habe ich bei einem Psychiater so ewig lange Tests gemacht und dachte, ich mache das mal zum Spaß, damit, um ihm zu beweisen, hier, fuck you, alles in Ordnung. Und dann stellte sich leider heraus, dass ich bei allen Markern nicht nur so ein bisschen über der Linie war, sondern ganz weit oben. So, und dann dachte ich, ach so, okay. Habe dann testweise Ritalin verschrieben bekommen, was auch wirklich hilft bei mir, für mich, ne? Und das Problem ist, ich vergesse immer, es zu nehmen, weil ich nicht dran denke, weil ich an andere Sachen denke. Das ist fatal, ja? Was ich an Nahrungsergänzungsmitteln tollen habe, ich vergesse sie zu nehmen. Denk dann abends, ach so, Mist, da war doch mal was. Ach, verdammt, Candy kennt das, ja. Ja, und genau, und bei meinem Sohn kam dann Jahre später eben heraus, dass er einfach einen Asperger-Autismus hat. Es wurde diagnostiziert, zunächst durch eine Frau vom Schulpsychologischen Dienst, die sagt, aha, und guck mal, sie haben einen Autisten in der Klasse, und alle so, was, nee, doch, doch, das hätte ich gerne mal abgeklärt. Und tatsächlich, also der ist ein Bombentyp, wahnsinnig kreativ, aber hat halt Schwierigkeiten, so Sozialkontakte aufrecht zu erhalten oder zu pflegen, weil der die Cues gar nicht lesen kann. Der sieht nicht, willst du Nähe, willst du Distanz, versteht häufig Ironie nicht so. Inzwischen hat er sich da so rangelernt quasi. Aber was übrigens natürlich auch ein Grund sein kann, warum jemand die Einsamkeit vorzieht, weil da irgendeine Diagnose nicht gemacht wurde. Und nur ganz kurz, der hat sich dann vor die Klasse gestellt, da war er 14 gerade, und hat gesagt, übrigens, bei mir hat sich das und das rausgestellt. Und die haben sofort aufgehört, ihn zu mobben. Von einer Sekunde auf die andere, weil sie verstanden haben, ach so, darum ist der so anders als wir. Und dann haben sie gegoogelt, wer hat das denn noch? Und das ist natürlich ein ganz cooles Line-up. So, es sind ja lauter kreative, ja, Denker. Und darum sind Diagnosen so wichtig. Einfach nur nicht, weil man das dann behandeln muss oder so im Zweifelsfall, sondern damit man selber weiß, ach so, guck mal, das ist bei mir so ein bisschen anders als bei anderen. Alles klar, jetzt verstehe ich mich, ne? Ja. So, ja. Hast du das Gefühl, dass diese Diagnose ADHS gerade in meiner Beziehung auch schon eine Rolle spielt. Es hat für mich auch in Beziehungen, ich hatte so einen Aha-Moment, als dann klar war, dass ich das habe. Zum Beispiel war es für mich immer, gerade jetzt auch als wir zusammengezogen sind, früher wurde ich als Chaot gelabelt in meiner Familie, ne, so, ja, der Schatz nicht das Zimmer aufzuräumen, das sieht immer furchtbar aus und ist faul und so. Also nee, weder bin ich faul, noch bin ich chaotisch, sondern, na, vielleicht chaotisch ist vielleicht doch der richtige Ausdruck, sondern ich schaffe es wirklich nicht. Ich habe nicht die Kapazität in meinem Gehirn, diesen Stapel Rechnungen jetzt zu bearbeiten oder diesen Wäschestapel jetzt wegzumachen. Und dann gehe ich ran und versuche, das jetzt zu lösen, und bringe die Wäsche zur Waschmaschine und merke dann, oh, wir brauchen Waschmittel. Dann gehe ich schnell zu Lidl und kaufe Waschmittel. Und dann habe ich im Zweifelsfall das Waschmittel vergessen, aber 10.000 andere Sachen mitgebracht. Also das ist so,
das ist was, ich glaube, jemand, der nicht damit lebt, wie zum Beispiel mein Freund, der hat das nicht, der kann das nicht verstehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, in einer Beziehung jemandem das klarzumachen, warum das so ist und dass ich das nicht ändern kann. Das ist, es gibt für mich da keinen einfachen Weg, das zu ändern. Und das war, glaube ich, für meinen Partner auch ein ganz, ganz langer Weg, dahin zu kommen, weil er sehr ordentlich und sauber und organisiert ist. Und er jetzt einfach durch mich so ein bisschen in diesen Haufen von Haufen leben muss. Wo ich habe überall Haufen. Da ist ein Haufen Bücher, da ist ein Haufen Klamotten und ich bilde so Haufen. Und ich das ist halt einfach so. Ich sehe das ja auch schon gar nicht mehr, ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall schon so ein Struggle auch in Beziehungen manchmal. Hast du da auch was gehabt irgendwie? Oder? Ja, klar, weil die Andersartigkeit, aber egal wie die aussieht, muss natürlich erstmal vom anderen akzeptiert werden. Bloß die dieses Chaos ist natürlich für jemanden, der so zum Beispiel begabt ist wie Nicolette. Ich liebe, wie deine Wohnung aussieht, Nicolette. Jedes Mal, wenn ich das in den Videos sehe, denke ich, ach geil, so aufgeräumt und put together. Und bei mir ist so alles bunt und ja, als hätte ich gerade eine riesen Pinata mit Kram aufgeschlagen. So sieht's bei mir aus. Und das ist auch eine Repräsentanz für was im Kopf los ist, habe ich das Gefühl, weißt du? Ja. Ja, absolut. Aber ich bin auch eine Freundin von Struktur. Ich zwinge mich zur Struktur. Bei mir klappt das natürlich, weil ich ja nicht da gehandicapt bin. Aber dadurch, dass ich ein ganz sensibler Mensch bin, ich will nicht sagen hypersensibel, weil das behaupten ja irgendwie alle von sich, aber ich bin sehr feinfühlig und sehr sensibel auf viele, viele, viele Dinge im Leben. Damit ich im Kopf vernünftig funktioniere und ausgeglichen bin, muss alles bei mir Struktur haben. Ich hasse spontane Sachen. Alles muss aufgeräumt, sortiert sein, an seinen Platz sein. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Ich will keine spontanen Änderungen im Kalender, am besten nur eine Sache pro Tag. So habe ich das geschafft, dass bei mir alles easy im Kopf ist und dass ich kreativ sein kann. Und wenn ich daran denke oder mir vorstelle, dass ich das so hätte wie ihr, dass ich das nicht machen könnte oder mir das sehr, sehr schwer fällt, das ist ja auch was, du bist ja irgendwann bestimmt traurig über dich selber, dass du dir damit immer wieder selber im Weg stehst, weißt du? Man ärgert sich doch bestimmt auch, oder? Ja. Ja, total. Also ich habe das oft, dass ich denke, Mensch, hätte ich jetzt mal diesen Scheiß erledigt, dann hätte ich es doch so viel einfacher gehabt. Oder ich weiß, dass wenn ich diese Diagnose nicht hätte, dass ich ganz viele Sachen, ich könnte wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Ich hätte wahrscheinlich schon eine eigene Firma in irgendwas gestartet. All diese Sachen, wo ich dann sage, okay, wenn ich sowas wirklich machen möchte, dann muss ich mir da einen Partner mit reinholen, der eben diese Defizite, die ich habe, ausgleicht und ich dann kreativ arbeite und so weiter. Aber auch sich so einen Partner zu suchen, da muss ja auch erstmal irgendwie hinkommen, ne? Ich habe auch gerade daran gedacht, Paula, wie das wohl mit dir ist, wenn du so Sachen hast wie Abgabefrist für ein Buch oder du auf Tour gehst. Du musst ja für ein Buch und für eine Tour so unfassbar strukturiert sein. Also es ist ja... Also die größte Kompetenz, die man hat, wenn man auf Tour geht, ist ja wirklich Planung und Struktur. Wie machst du denn das? Baby, ich improvisiere. Meine Live-Shows sind von vorne bis hinten improvisiert. Anders ich weiß, aber du musst ja trotzdem auch irgendwie pünktlich da sein, vorbereitet sein, put together sein. Ja, sollte ich, ja. Also pünktlich da sein schaffe ich dann einigermaßen so. Wobei ich natürlich auch so ein zeitblinder Mensch bin, ein bisschen. Und auch, wie man an heute sieht, Termine einfach vergesse dann. Aber Abgabefristen sind ein Albtraum für mich. Also mein Buch hätte eigentlich diesen Juni herauskommen sollen, das letzte. Aber ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Ich schaffe es nicht. Krass. Weil auch so viel Kleinkram drumherum ist. Plus Krass. Zum Beispiel heute... dass ich meinen Sohn ja zum Flughafen bringe, damit er zur Uni fliegt. Er studiert in England, weil auch ich liebe London auch sehr und Großbritannien überhaupt, auch wenn es den Bach runtergeht gerade. Aber das bedeutet für mich, ist der Tag gelaufen. Ich schaffe es nicht, mich neu zu fokussieren, um das zu machen zum Beispiel. Geht nicht. Und ich mache mir auch große Sorgen um dieses Manuskript, ehrlich gesagt, weil ich weiß, was jetzt noch alles ansteht, aber ich muss es jetzt machen. Und ja, was da in der Tat hilft, ist, wenn jemand neben mir sitzt, der so seinen Kram macht
und ich dann sagen kann, ja, okay, gut, dann mache ich das jetzt. Aber ja, es ist momentan auch ein bisschen schwieriger als früher, weil es gerade so viel ist. Ja. Ja. Aber daher kommt ja vielleicht auch die Sehnsucht, dass man irgendwie in Anführungsstrichen in den Frieden zieht, aufs Land, absolut, wo man auch einfach gar nicht mit so vielen Sachen konfrontiert ist. Weil, sind wir mal ehrlich, das wissen wir drei und bestimmt auch viele Zuhörende ganz genau, die Selbstständigkeit ist so unfassbar schön und toll, gerade was so die bezahlte Selbstverwirklichung betrifft. Aber ich kenne ganz wenige Menschen, die ihr komplettes Leben selbstständig waren und damit immer glücklich waren, weil auch wenn ich nicht tauschen wollen würde, weil ich zu viele Vorteile darin sehe, am ausgeglichensten war ich, als ich in einem Mitarbeiterverhältnis war, weil ich kaum Verantwortung hatte, man mir genau gesagt hat, was zu tun ist. Ich konnte um 18 Uhr die Griffel fallen lassen und dann war gut. Und ich sage immer wieder, ich glaube, ich möchte selbstständig sein, aber ich möchte nicht Ewigkeiten in der Öffentlichkeit stehen oder bekannt sein, weil der Druck, den ich manchmal auch so unbewusst auf den Schultern fühle, abliefern zu müssen, ständig Zahlen sind so wichtig, das raubt mir teilweise den Seelenfrieden. Und ich kann das auch wirklich so aussprechen, wenn ich das Wort berühmt mal benutzen kann, egal ob es das jetzt ist oder nicht, ich habe keine Lust, ein Leben lang berühmt zu sein. Ich freue mich, wenn ich irgendwann einen anderen Weg gefunden habe, mich zurückziehen kann, ich irgendwo in London wohne und da ein schönes Leben genießen kann und zwischendurch mache ich irgendwas. Aber das Pensum, was man in der Öffentlichkeit fährt, in den Medien, das auszuhalten, das ist eine Challenge. I feel you. Genauso geht es mir auch. Bloß natürlich kann ich gar nicht mit Geld umgehen und darum muss ich noch ein paar Jahre arbeiten. Viele, viele Jahre. Also ich will immer berühmt sein, bis zum letzten Tag. Ich will, dass da 100.000 Leute auf meiner Beerdigung stehen und alle heulen, weil ihr großes Idol gestorben ist. Bis zum letzten Tag will ich berühmt sein. Würdest du auch bekannt sein wollen, wenn du nicht das Geld verdienen würdest? Ja, weil es mir so viel Anerkennung und Bestätigung geben würde. Oh. Brauche ich im Leben. Finde ich ganz, ganz toll. Oder man findet einen guten Therapeuten. Ja, weil Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Netflix-Empfehlung. Und zwar, wenn wir schon über Dating und sowas sprechen und dass es nicht ganz so einfach ist mit Dating. Ich habe jetzt zwei Folgen davon geschaut. Und zwar heißt das Down for Love. Und das ist so schön, weil das sind Menschen, die das Down-Syndrom haben, die sich nach Intimität und einer Partnerschaft und Liebe und Beziehung irgendwie sehnen. Und das für die natürlich auch auf diesem Dating-Markt da draußen nicht ganz so einfach ist. Und das gibt so eine unglaublich schöne, intimen Einblick in deren Welt. Und was es für sie bedeutet, einen Partner zu finden, keinen Partner zu finden. Und ich finde, es zeigt nochmal ganz schön, dass das Menschen wie du und ich sind, die gleichen Bedürfnisse haben, die vielleicht intellektuell ein bisschen gehandicapt sind im Vergleich zu anderen Menschen, aber trotzdem sich auch eine Partnerschaft wünschen. Und dann gibt jeder. Und das ist so süß, weil da werden so ein paar Protagonisten begleitet, die dann sagen, sie fänden es auch schön. Die eine zum Beispiel, die heißt Lilly und die ist so süß. Die ist auch so hübsch und toll und irgendwie wirkt die super smart auch in allem, was sie sagt. Und sie sagt, sie wünscht sich einen Partner, der auch Down-Syndrom hat, damit sie halt da relaten können und damit sie sich auf einem Auge oder auf Augenhöhe bewegen können. Und es ist einfach so schön gemacht, das müsst ihr euch angucken. Ich glaube, dann kann man auch seine eigenen Probleme mit Dating nochmal reflektieren und das nochmal in Perspektive setzen. Das ist einfach so schön gemacht. Und dann gibt's auch, werden auch Pärchen gezeigt, die auch beide Down haben, die schon seit 10 Jahren zusammen sind und wie deren Zusammenleben ist und dass es eigentlich gar nicht viel anders ist als bei uns. Und ich fand das so, so schön. So toll. Müsst ihr euch angucken. Cool. Sehr schön. Ich habe neulich, wurde mir die Story von einem Mann vorgeschlagen, der dessen Vater Down-Syndrom hat. Und ich glaube, er ist Iraki, meine ich. Jedenfalls, der Junge hat ein gewöhnliches
Chromosomenset und ist Zahnarzt. Und der Vater und die Mutter, die nicht super smart ist, aber super lieb, die sind für eine ganz, ganz glückliche Beziehung und haben diesen Jungen eben ganz normal aufgezogen, zum Abitur gebracht, zum Studium und so weiter. Also ich glaube, da muss man wirklich die Blickweise gerade auf diese Geschichte nochmal überdenken. Absolut. Ja. Ja. Also das ist was, das zieht sich durch alle Gesellschaftsebenen. Jeder will, eigentlich keiner will alleine sein irgendwie. Wobei allein sein muss man lernen, dass man muss das können, man muss mit sich selbst erstmal allein sein können. Aber wenn man das gelernt hat, dann glaube ich, kann man auch lernen, jemanden richtigen zu finden für eine Beziehung und so. Ja. Kannst du abschließend, wenn du möchtest, ganz trutschig, wie wir sind, einen Wunsch formulieren, was du dir für ganz viele Menschen wünschen würdest, da draußen, die zuhören? Ich wünsche mir für alle da draußen, dass sie verstehen, dass sie von sehr, sehr vielen Menschen geliebt werden und dass sie nicht mehr ihren Fokus auf die wenigen lenken, die es nicht tun. Das ist schön gesagt. Aber ist ja damit, so. Und damit tausend Dank, dass du da warst, Paula. Es war uns eine Ehre. Aber ganz vielen, bestimmt. Vielen Dank. Echt großartig, dass du dabei gewesen bist. Danke für so viel Input und die tollen Worte. Du bist großartig. Ich danke euch sehr, sehr, sehr für die Einladung und ich freue mich, wenn wir uns bald vielleicht sogar zu dritt in einem sehr lauten Bierzelt sehen. Das wäre doch lustig. Übernächste Woche könnte das tatsächlich der Fall sein. Ja, ich fände es super. Ja, okay. Wie schön. Danke fürs Zuhören. Folgt uns allen auf Instagram. Schaut mal vorbei. Schreibt uns Nachrichten. Bis ganz bald. Ciao. Wiederhören. Danke. Tschüss.